Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play Armored Warfare. Und heute will ich euch die neue Speerspitze Type 98 vom neuen Händler Chang zeigen. Das ist dieser junge Mann, der da ins Spiel gekommen ist. Und da gibt es derzeit den Tech Tree von Tier 3 bis Tier 8. Und hier das Premium-Fahrzeug WZ-1224, den ich euch schon mal gezeigt habe. Aber wie gesagt, wir zeigen jetzt den Typ 98 und zwar dieses nette Gerät. Ein wirklich schöner Panzer und Kampfpanzer, was ich ja selber ungemein mag. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Wir schauen mal, was den Panzer so ausmacht. Die Geschichte. Der Typ 98 ist ein chinesischer, auf dem Typ 90 Prototypen basierender Kampfpanzer, der wiederum als Prototyp für den Kampfpanzer Typ 99 diente. Er wurde seit den späten 1990er Jahren produziert. Die Angaben zu ausgelieferten Stückzahlen variieren dabei beträchtlich. Also kann man nicht sagen, wie viel es davon genau gibt. Der Schaden, 534 Alpha-Schaden mit 509 Durchschlag, das ist beachtlich, damit kann man leben. 3900 Schaden pro Minute, das ist nicht so viel, aber wie gesagt, Kampfpanzer selber ist ja auch nicht der Top-Damage-Dealer. Nachladezeit 8,2 Sekunden. Der Schutz 2405 Hitpoints hat er. Die Wanne vorne 350, Seite 80, hinten 70. Und auch der Turm ist sehr potent, 380, 380 Verbundpanzerung. Also damit sollte man schon was anstellen können. Höchstgeschwindigkeit 64,8 km/h bei 6,7 Sekunden, dem Sprint von 0 auf 32. Die Ortung natürlich vom Kampfpanzer jetzt hier, kann man den leichter sehen. Geschützneigung minus 8 Grad bzw. minus 4, 32,84 Grad Sekunde für die Turmschwenkung, die Streuung 0,11 und die Zielzeit 3,24, auch nicht so langsam, aber wie gesagt, alles im Rahmen. Und damit würde ich sagen, lasst uns einfach loslegen und schauen, wie er sich so verhält. Wir starten mit dem Typ 98. Ja, da sind wir jetzt also auf der einsamen Insel gestrandet mit unserem Typ 98 und wir sind Top-Tier. Das ist schön, mag ich natürlich sehr gerne und ich fahre eigentlich immer hier ganz oben, ganz gern hoch in diesen Bereich, das werde ich auch diesmal tun. Fahrer, gib Gas. Also von dem her, lasst uns direkt loslegen. So. Weil die Küste ist da eigentlich gut zu bespielen. Kann man auch mit vielen Panzern klar machen. Also sowohl Schützenpanzer, TDs, Kampfpanzer. Da geht eigentlich alles. Muss nur ein bisschen aufpassen, weil da vorne, da kommen sie dann rum. Und der zündet auch gleich den Rauch. Der Challenger, weil er schon weiß, okay, da kommt Ungemach. Wir warten jetzt einfach erstmal hier ein bisschen. Oh, ich bin erst spät. Und das war in dem Fall Centurion, der hier auch den Zielalarm direkt aufgeschalten hat. Beziehungsweise mir aufgeschalten wurde, so muss ich es vielmehr sagen. Und man sieht, in dem Fall lasse ich die Stellung jetzt sein, hat den Hintergrund, die können hier aus der Deckung schießen und ich gehe nicht dabei auf, ich selber habe keine Chance. Also lasse ich das. Und bleibe mal erstmal hier, vielleicht kommt hier einer ja mal rüber. In dem Fall der Challenger, auf den hätte ich es abgesehen. Oh Junge. Mann, ey, warum schießt du denn nicht, wenn du schon so draußen stehst? Feindliches Ziel, markiert. Ja, wenn ich da so rausfahre, bin ich leider direkt immer erst spät sofort. Jetzt stehe ich aber zumindest mal so, dass ich ein bisschen wirken könnte. Ziel
identifizieren. Aber der Winkel ist echt schwierig. Dass mir der Centurion schon so eine Schelle gegeben hat, ist natürlich uncool. Ziel identifizieren. Na, ich komme einfach nicht durch. Identifizieren. So, jetzt muss ich den wegmachen. So, komm Junge, mach ihn weg. Weg ist er. Intensives Ding, du. Feindlicher Transporter markiert. Der ist weg. Was ist mit dem Leo? Auch zerstört. Identifizieren. So, der nächste Challenger. Einer hat nicht gereicht, brauche ich noch einen zweiten. Aber sei es drum. Bisschen aim, dann geht es schon. So. Bis jetzt passt das alles. Und weg ist auch er. Und jetzt schaut es eigentlich so aus, als ob das durch sein müsste. Da unten noch der M1 Abrams, der ist noch recht voll. Aber ansonsten 7 zu 3. Da sehe ich nicht mehr viel anbrennen. Jetzt versuche ich vielleicht noch ein bisschen Schaden zu machen. Aber die Jungs sind wie Geier. Man sieht, die fahren ja aber sowas von auf die Gegner drauf. Oh, der ist zerstört. Der ist zerstört. Und jetzt einzig und allein noch der T90 da hinten. Ziel identifizieren. Ah, nicht. Aber da wird er zerstört. Schade um den Kill, aber zwei Kills gemacht und 3663 Schaden mit einer schönen, krassen Action mit dem Challenger. Nachdem ich da vom Centurion den ersten gleich so bekommen habe, hat sich dann doch noch ganz gut ausgegangen am Ende. Und jetzt schauen wir mal, was das Endresultat so über das Spiel aussagt. Ich bin hier der Meisterschütze. 3663 Schaden gemacht, 1589 gespottet, hier nochmal die Leistung und natürlich der hauptsächliche Schaden war beim Challenger. Im Team bin ich auf den zweiten Platz gekommen, von den XP vom Schaden auf den dritten Platz, also 2640, das ist wirklich ordentlich, da kann man sich nicht beklagen.
144.000 gab es raus und das Ganze hat 6 Minuten 46 gedauert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schöne, actionreiche Runde mit dem Typ 98. Ich bin Alcarama und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Armored Warfare. Haut's rein, macht's gut.